damit wir einfach mal wieder runterkommen und verstehen, worauf es im Leben ankommt. Dass es auf den Moment ankommt. Was meine ich mit dem Moment? Das Leben existiert nur im Hier und Jetzt. Und wir Menschen vergessen das sehr gerne. Wir leben halt oft mit unseren Gedanken in der Zukunft, weil wir planen für die Zukunft. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich sage jetzt auch nicht, hey, nein, wir sollen nur im Moment leben. Wenn man Kinder hat, wenn man Familie hat, wenn man Eltern hat, dann muss man für bestimmte Dinge auch in der Zukunft vorherplanen. Das meine ich nicht. Aber in unserer Gedankenwelt fixieren wir uns oft manchmal zu stark auf die Zukunft. Aber die Zukunft können wir nur beeinflussen, wenn wir uns zu 100% auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Denn wir bauen nur im Moment die Zukunft auf. Wenn man zu stark sich auf die Zukunft fixiert, dann vergisst man das Hier und Jetzt oft. Und das, was man sich vornimmt, das erreicht man nicht, weil man im Hier und Jetzt das Fundament nicht dafür gestellt hat. Oder wir befinden uns halt in der Vergangenheit. Wir leiden der Vergangenheit hinterher. Wir können Dinge nicht loslassen. Wir können auch schlechte Ereignisse manchmal nicht loslassen. Schlimme Dinge, die einem passiert sind. Und leben diesen schlimmen Moment immer und immer wieder. Und das ist gewollt. Wir tun das. Es ist eine Entscheidung, dass wir das tun. Natürlich hört sich das jetzt so einfach an. Man muss sich seine Psyche wirklich sehr bewusst sein, um das kontrollieren oder in den Griff kriegen zu können. Darum ist es nicht so einfach. Es hört sich so einfach an, wenn ich das jetzt sage. So, ach, jemand hat was Schlimmes erlebt. So, es ist seine Entscheidung, dass er jetzt sein Leben lang darunter leidet. Es ist eine Entscheidung, ja. Aber es ist wirklich so einfach, wie ich es gerade sage. So, ey, das muss man dann kontrollieren. Das ist eine Entscheidung. So einfach ist es leider nicht. Weil wir nicht die richtigen Werkzeuge in die Hand bekommen haben, um diesen Schaden zu beheben. Und dann versuchen wir oft, eine festgezogene Schraube mit unseren Händen zu lösen und verletzen uns immer und immer wieder daran. Ne? Das ist nicht einfach. Aber das ist ein Thema, das geht tiefer in die Psyche des Menschen hinein. Darum habe ich das jetzt mal einfach ganz simpel gefasst.